meine Lieben. Das ist heute wie mein Frühstück. Und zwar wieder ein Eieromelett mit Frischkäse und Schnittlauch diesmal. Genau. Hat ungefähr 400 Kilokalorien. Vielleicht ein bisschen mehr, aber hundertprozentig weiß ich es nicht. Hallo meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar... es ist heute... Dienstag, der 12.2. Ich war walken heute, walken mit Nordic Walking zusammen, in dem Sinne, weil hin bin ich Nordic Walking gemacht und zurück war ich walken und ein bisschen Nordic Walking, weil ich dann mitten in, also ja, also als ich 5 Kilometer geschafft habe, war mir wieder so ein bisschen flau im Magen. Da dachte ich, oh nein, was kommt das denn jetzt schon wieder, ne? Habe ich kurz was gegessen. Da wurde es auch nicht so hundertprozentig besser. Aber ich höre mal vielleicht mal auf mit dem Nordic Walking. Vielleicht mache ich weiter mit nur Walken. Und ja, wahrscheinlich morgen oder übermorgen, weiß ich nicht ganz genau, werde ich eventuell... Ja, habe ich auch schon zigmal gesagt, dass ich einen anderen Weg gehen möchte, aber ihn noch nicht gegangen bin. Deswegen glaube ich, ich gehe immer den gleichen Weg, den Weserweg, Richtung da, wo ich immer hingehe. Weil das ist am einfachsten. Ja, die Strecke ist zwar, wenn ich am 5 Kilometer angekommen bin, dann denke ich, ach, gucke ich zurück. Ach du Scheiße, den ganzen Weg muss ich wieder zurücklatschen. Und vielleicht gehe ich irgendwann mal den anderen Weg. Aber, genau, ich habe ja vor ein paar Tagen euch erzählt, dass ein großes Projekt, also ein größeres, also eigentlich mal ein meiner größten Projekte ansteht, dieses Jahr. Ich habe das aber, ich werde es aber verschieben auf das nächste Jahr, im Oktober. Und zwar möchte ich, habe ich auch nachgefragt, und das geht, und zwar für meine... nicht für meine Organisation, sondern die Organisation, die ich gerne unterstützen möchte. Einmal nach einem Lächeln auf Deutsch. Auf Englisch werde ich jetzt nicht sagen, weil das ist immer falsch ausgesprochen. Ihr wisst ja, die Links sind alle in der Infobox. Und für diese Organisation werde ich, habe ich mir fest vorgenommen, nächstes Jahr. Ich weiß, dass ich fett bin, noch. Aber zurzeit klappt das alles sehr gut. Mit dem Abnehmen klappt. Und auch mit, klar, langsam, aber es klappt. Und ich bin immer unter meinen Kilokalorien. Also ich habe 77 Kilokalorien, die ich essen darf. Bin aber immer unter den, also immer unter 2000 meistens, ja. Ja, auf einen Punkt zu kommen. Ich werde, und das werde ich schaffen, weil ich auch Ehrgeiz habe. Und seit, ja gut, ich höre jetzt auch, ihr sagt jetzt einfach, was ich gerne machen möchte. Und zwar werde ich, das werde ich, wenn ich es nicht schaffe in 4 Stunden, aber das schaffe ich, ich sag's dir. Ich werde nächstes Jahr im Oktober den Halbmarathon in Manchester gehen. Walken gehen nicht, sondern ich werde ihn laufen. Das schaffe ich. Ich habe mir erst gedacht, dieses Jahr, aber habe mir dann überlegt, das klappt nicht. Aber nächstes Jahr. Ich werde nächstes Jahr, das sage ich, und ich werde mich auch rechtzeitig anmelden und dann auch irgendwie Geld sammeln für die Organisation, aber fragt mich nicht wie. Also auf jeden Fall habe ich mit der Dame geredet, dass es alles in Ordnung ist. Und ich soll mich dann einfach melden, wenn ich mich da angemeldet habe. Also, oh mein Gott. Wie gesagt... bei Marathon, also in Manchester. Und dann soll ich mich bei der Dame melden und dann sehen wir weiter. Also ich werde mich aber erst nächstes Jahr nochmal bei ihr melden. Und ja, ich möchte das sehr gerne machen. Nicht nur, um mir selber was zu beweisen und auch um halt auch die Organisation unterstützen. So zwei Sachen, ne? Nicht wundern, ich gucke ab und zu mal nach da, nach links, weil Fußball läuft gerade, zumindest, ja, Sport 1. Genau, aber zurzeit ist es halt so, dass ich sehr motiviert bin. Seit dieser Sache mit dem Tierschutz, dass der hier war, oder die Damen,
von der Stadt, ganz einfach, die hier war, war Tierschutz, stand oben drauf auf dem Brief. und seit die da waren, bin ich ganz anders. Also ich habe das geschafft. Leute von der Stadt, meiner Stadt, waren hier und haben sich meine Wohnung angeschaut. Die waren vielleicht 10 Minuten höchstens. 5 bis 10 Minuten waren die da, ne? Aber trotzdem, ich habe das geschafft. Bin sehr stolz auf mich. Tja. Und ja. Genau. Und seit diesem Moment, also als ich da rausgegangen sind, oder zumindest nach Donnerstag, also am Freitag, ja, bin ich da halt so, ja, voller Elan. Und ja, das hat mir einen Selbstbewusstseins-Push gegeben. Und von daher, die Hater, die mich nicht mögen, danke. Ihr macht mich stärker, anstatt schwächer. Ihr wollt ja, dass ich schwächer werde, oder zumindest mich noch mehr zurückziehe, scheiß drauf. Ich mache es, ich werde noch mutiger und ich schaffe noch mehr. Also macht ruhig weiter, mir ist es egal. Ja, ich habe keine Angst vor euch, so in dem Sinne, ne? Genau. Ich habe noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Ihr könnt ja auch abschalten. Ich erzähle sie trotzdem. Lustige Entweder-Oder-Fragen. Und zwar fangen wir mal an. Okay. Zumindest die wurden mir alle gestellt. Von der Dame, die ich vorgestern schon. Und ja, manche Sachen sind halt schon doppelt, dreifach schon erzählt. Aber trotzdem, ja, fangen wir mal an. Comedy oder Drama? Wenn, dann Comedy, glaube ich, ja. Ich habe noch nie in meinem Leben, ja, Dirty Dancing komplett gesehen. Ein einziges Mal habe ich Titanic gesehen, von Anfang bis Ende. Ist schön, aber ist nicht, für mich nicht sehenswert, ganz ehrlich gesagt. Dann Hund oder Katze? Ja. Ich liebe Katzen, wirklich. Ich liebe meine Katzen auch, ne, wirklich. Auch wenn, ja, egal. Aber wenn ich einen Hund halten dürfte, zumindest in einer größeren Wohnung oder generell, dann, ich liebe Hunde. Das ist dann auch wieder so eine Sache. Also mit Hunden muss man ja Gassi gehen und dann geht man generell raus und dann ist es, ja. Aber ich liebe Hunde einfach. Katzen liebe ich auch, aber dann würde ich mich eher für den Hund entscheiden. Genau. Schokolade oder Gummibärchen? Ganz einfach. Schokolade. Schokolade, ganz, ganz einfach. Gummibärchen, Gelatine ist ja drin. Jetzt wegen vegetarisch oder pestitarisch, aber nee, ich bin kein großer Gummibärchen-Freund. Dann lieber eine Schokolade. Ja. Aber Leute, ihr müsst mir nicht glauben, aber ich sag's einfach. Und zwar habe ich ja gestern Schokolade gekauft. Und zwar diese Linsen. Und stimmt, die Schokolade, Linsen, genau. Und dann halt diese Täfelchen. Ich hatte aber noch im Joghurette, hatte ich noch im Kühlschrank eine Palette, also 10 Stück. Und die sind jetzt schon seit 2 Wochen da drinne. Ja, fast 14 Tage sind die da drinne und die sind da drinne und ist nichts rausgegangen. Also die sind 10 Stück, sind da noch drinne. Ich kann es euch mal zeigen, aber das würdet ihr mir auch nicht glauben. Doch, ich zeig's einfach mal. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Tja, alle noch da.
Also ich meine, ich habe auch keinen Drang, jetzt hier die Schokorette zu essen. Ich werde sie auch gleich wieder wegpacken, sonst sehe ich sie nicht. Und wenn sie jetzt hier liegen bleibt, dann will ich wahrscheinlich eine essen, wahrscheinlich. Aber ich packe sie dann gleich, wenn ich nach dem Video, werde ich sofort wieder reinpacken. Genau, machen wir weiter hier. Rucksack oder Koffer? Ich bin noch nie mit Rucksack gereist, also von der Koffer. Hose oder Rock? Ich meine allerliebster, also mein Traum ist es ja, wenn ich mal schlank bin, dass ich dann so einen etwas kürzen, nicht zu diesen ganz kurzen Rock, sondern etwas vielleicht knapp über den Knien einen Rock anziehe, dann eine Leggings oder eine Schrumpfhose und dann ein schönes gestreift, also so ein Karo-Hemd. Ah, da freue ich mich schon drauf, wenn ich dann mal irgendwann mal schlank bin, dass ich das anziehen kann. Also wirklich in der Figur, die ich auch dann toll finde. Genau. Schoko oder Vanillepudding? Vanillepudding dann. Selten, wirklich. Weil, ja, hab ich gar keinen Hunger drauf, ganz ehrlich gesagt. Aber wenn, dann Vanillepudding. Meine Oma, meine Mutter liebt Schokoladenpudding. Wirklich. Aber, nee, bin ich jetzt nicht der große Fan von. Von beiden nicht so. Wenn, aber dann Vanille. Fußball oder Formel 1? Wenn Formel 1 kommt, schaue ich auch gerne mal Formel 1. Aber Fußball ist immer noch die Nummer 1. Zurzeit ist es halt so ein bisschen gedämpft, weil, ja, ist halt nicht so gut, die Tabelle. Für 96 auf jeden Fall. 17. Platz. Ja. Aber sie haben ja zum Glück gewonnen am Wochenende. 2:1 gegen Nürnberg. Aber mal schauen, ne? Haben einen neuen Trainer. Doll. Doll, ne? Ja, glaube ich. Zitrone oder Pfirsich-Eistee? Zitrone. Ja, ich habe doch hier dieses NP damals, ne? In Bad Münder, als wir da eingekauft haben. Da gab es auch so einen Eistee, auch mit Zitronengeschmack. Und der hatte ja wirklich kaum Kilokalorien. Der schmeckt ja auch sehr gut, ja. Mercedes oder BMW? Mercedes. Puzzeln oder Fernsehen? Puzzeln. Ich glaube, ich habe mich in meinem Leben schon mal gepuzzelt. Wahrscheinlich als Kind, wahrscheinlich, ne? Aber natürlich Fernsehen, ne? Klar. Tee oder Kaffee? Tee. Kaffee ab und zu. Also nicht jeden Morgen. Sondern meistens am Wochenende. Genau. Oder halt, ja genau, am Wochenende. Und Tee eigentlich täglich. Aber zurzeit habe ich hier halt dieses Wasser. Da unten und halt dieses hier mit diesem Wasser mit Geschmack, ne? Oh, das ist ja so geil, ne? Aber hat natürlich einige Kilokalorien. Also hier 250 Milliliter hat bereits 38 Kilokalorien. Klar, ist jetzt nicht die Welt, aber trotzdem. Wasser natürlich besser. Ich habe unten noch Wasser stehen von gestern. McDonald's oder Burger King? Wenn, dann Burger King. Nicht andersrum. McDonald's. Wenn McDonald's. Also Mac ist. Ja. Zurzeit esse ich ja jetzt kein Fleisch, aber sonst habe ich immer geliebt, den heißgeliebten Big Mac. Na, andersrum. McRib. Genau, McRib. Also Tanzverbot. Ne? Der liebt ihr ja auch wahrscheinlich, habe ich schon gehört. Ja, also McRib ist wirklich geil. Wirklich. Das esse ich manchmal mit meiner Mutter, wenn wir dann mal nach Burger King gehen. McDonald's besser gesagt. Ach, das ist aber wirklich, das ist einmal im Jahr, wenn überhaupt, wirklich. Letztes Jahr war es gar nicht. Genau, aber mein Gott, muss man auch nicht. Tattoo oder Piercing? Ich habe ja hier, ach, da meine andere Hand. Da, dieses eine Tattoo, das sieht auch sehr, sehr gut aus noch. Also, ja, sehr toll. Ja, aber sonst habe ich keine Piercings, aber auch keine anderen Tattoos. Irgendwann mal vielleicht. Genau. Vampir oder Werwolf? Nächste Frage. Rock oder Popmusik? Popmusik. Genau. Kaninchen oder Meerschweinchen? Oh, habe ich die Geschichte schon mal erzählt? Wahrscheinlich habe ich schon erzählt. Also, wir hatten zig Kaninchen in seinem Leben. Zumindest mein Vater hat die dann immer geschlachtet.
zu Hause selber. Und das war immer so eklig. Dann sah man dann plötzlich, dass da der Stall leer war. Das war immer sehr traurig. Genau. Aber Meerschweinchen habe ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber es sind dann meine einige, die neu dabei sind und vielleicht die alten Videos noch nicht geschaut haben, in denen ich es vielleicht schon gesagt habe. Und zwar war es mal so, dass ich mit meiner damaligen besten Freundin Dummheiten gemacht habe. Und zwar haben wir... Ja, genau, genau. Wir waren... Ja, ich darf den Namen sagen. Von daher, mit Melanie waren wir, war ich bei, ja, bei einem großen Tierbedarfhandel. Also ein Tierhandel. Und da gab es auch Meerschweinchen zu kaufen. Und zwar, wir waren 16 in dem Sinne, so in dem Dreh rum. Und wir haben uns 2 Meerschweinchen gekauft. Eigentlich darf man das ja nicht, als unter 18-Jährige wahrscheinlich. Und genau, die haben es aber geschafft. Und sind dann auch hochgegangen zu mir nach Hause. Und ein paar Straßen vor unserem Haus war es halt so, dass da gab es eine... Wie nennt man das? Telefonhäuschen war es nicht. Bushäuschen aus, aus Steinen. Und da haben wir erstmal die Meerschweinchen erstmal hingetan, weil wir nicht gleich nach Hause gehen konnten. Zumindest mit dem Meerschweinchen. Und dann irgendwie hat das dann nicht ganz geklappt. Und mein Vater ist dann wieder so ausgerastet wie üblich. Und, ja, aber das war dann eher so eine Sache, ja, man rastet dann eben aus, ne, aber so, eher so scheißegal Haltung. Ja, ich war in der Pubertät, ne, und dann, ja, motz mal wieder rum, das kannst du ja am besten, ne, habe ich so dann gesagt. Und dann ist es aufgeflogen. Und eine der beiden Meerschweinchen war das halt so, dass, wir es wieder zurückgebracht haben, und bei dem anderen Meerschweinchen war das halt so, dass der erst so ein bisschen ist abgehauen. Ja, also wir haben jetzt die Box aufgemacht und flops ist er rausgesprungen. Und der war aber so schnell, dass wir ihn in der Garage nicht mehr gefunden haben. Erstmal. Aber meine beste Freundin, also Melanie und ich, haben den nochmal gesucht und wir haben ihn doch noch gefunden. Und aber wir haben halt so getan, als wäre er verschwunden, ne? Und wir haben ihn dann, Melanie hatte zu Hause bereits Meerschweinchen und hat ihn einfach dazu gesetzt. Also sie hat ihn dann genommen, das andere Meerschweinchen, aber meine Eltern wussten davon nichts, dass wir ihn wiedergefunden haben. Erst wollten wir den als, man muss ja aufpassen, was man sagt jetzt hier im Internet, aber... als geheim Meerschweinchen irgendwo verstecken. Natürlich wollten wir ihn natürlich versorgen, also mit Salat oder was auch die Meerschweinchen fressen oder auch natürlich was zu trinken. Ist es aber zum Glück nicht passiert. Und zum Glück, ich weiß nicht warum, ein geheim Meerschweinchen. Ich weiß es nicht, so wie ein Geheimhund oder sonst irgendwas. Also wirklich, wir haben so Scheiße gemacht. Aber das war die größte Scheiße, die wir gemacht haben. Also von Tieren her. Sonst haben wir eigentlich nur manchmal Klingelstreiche gemacht, wo die Leute sich ja heute so aufregen. Und in der Nachbarschaft ist es halt so, dass es halt auch junge Kinder gibt, also kleine Kinder, die ab und zu mal Klingelstreiche machen. Und mein Gott, ich finde das so, dann lassen sie doch. Ja, dann sind sie alle froh, wenn sie ein bisschen Spaß machen draußen, anstatt sie nur zu Hause rumsitzen und irgendwelche am PC sitzen oder irgendwas anderes machen. Genau. Wo waren wir stehen geblieben eigentlich? Meerschweinchen, genau. Holz oder Plastik? Holz? Jetzt kommen die ein bisschen perversen Fragen, okay. Mit Sockensex oder ohne Sockensex? Ja, ohne, ne?
Keine Ahnung, aber ich würde sagen ohne. Mit oder ohne Kondom? Ja, mit, ne? Zumindest wenn man jemanden länger kennt und zumindest ja auch Kinder haben möchte, dann natürlich ohne Kondom, ist ja klar. Aber so natürlich mit. Große Brüste oder kleine Brüste? Mittel? Fetisch oder kein Fetisch? Ja, jeder deine Sache, ne? Was alles für Fetische gibt, ne? Also, kein Kommentar. Was? Fremdgehen, ja oder nein? Nein? Ja, Fremdgehen ist ja dann, also man liebt die Person ja nicht mehr, die mit dem man eigentlich zusammen ist dann. Also, von daher. Mit der Ex, ja oder nein? Ja, warum denn nicht? Ja, schon. Mit dem besten Freund fremdgehen? Was? Ja oder nein? Freundschaft plus, meinst du, nein, Spaß beiseite. Ach so, wahrscheinlich mit der besten Freundin des Freundes. Oder mit dem besten Freund des Freundes. Natürlich nicht, nein. Du gewinnst im Lotto, würdest du es jemandem erzählen oder nicht? Wirklich vielleicht Leuten, die man wirklich zu 1000% vertraut, beispielsweise seiner, gut, ja, wirklich jemanden, dem man wirklich total vertrauen kann. Beispielsweise bei mir wäre es jetzt meine Mutter oder mein Vater. Meine Mutter. Und sie will es dann meiner Mutter, deinen Vater erzählen. Aber, ja, das, aber sonst so in Öffentlichkeit will ich jetzt nicht erzählen. So, Leute, ich habe jetzt Lotto gespielt, das erste Mal in meinem Leben und habe gleich 12 Millionen Euro gewonnen. Plötzlich, wahrscheinlich habe ich tausende Freunde, die ich nie gesehen habe bisher. Nein, würde ich nicht machen. Würdest du etwas klauen? Ja oder nein? Nein. Natürlich nicht. Habe ich schon mal was geklaut? Ich überlege gerade. Ja. Ja, habe ich. Und zwar im Kindergarten. Ich weiß, im Kindergarten. Und zwar war das halt so, dass, ja, nicht böse sein jetzt, ja. es gab, wie heißt dieses? Ah, wie heißt das? Teletubbies gab es damals. Ob es die heute noch gibt, keine Ahnung. Also so komische Dinger. Entweder einmal im Gelb, im Grün, im Blau und in Rosa. Lala, Dixie, nee, ich weiß es nicht mehr. Also auf jeden Fall, warte mal, wie heißen die nochmal, wie gesagt? Teletubbies. Ja? Rot. Nee, lila. Lila. Ja, wie hieß der? Teletubbies, genau. Sekunde, ja? Name. Tinky. Tinky? Ja. Oh, das war das. Wirklich? Gottes Willen, das habe ich geklaut. Oh Gott, das ist hässlich. Ja, oh Gott, ist das hässlich. Oh Gott. Okay. Gut. Also, nochmal von vorne. Also, es gab diese Teletubbies, ne? Und ich fand die ganz, ganz toll damals im Kindergarten, ne? Und eine Person, also ein kleines Mädchen, eine Freundin eigentlich von mir, hatte auch so ein Teletubby und genau den ich unbedingt haben wollte. Und genau. Dann ja, habe ich den mitgenommen. Also ich habe den, er hat gesehen, dass sie ihn in ihre Tasche gepackt hat. Und dann habe ich versucht, dass keiner guckt. Und dann bin ich ja hingegangen und habe das Ding da rausgeholt, diesen Teletubby da, und habe ihn in meine Tasche gepackt. Natürlich hat das jeder gesehen. Und ja, wurde natürlich groß an die Glocke gehängt. Das ist ja klar.
Und wurde meine Mutter Bescheid gesagt. Und dann hast du, ne? Und dass ich dann auch wieder so klasse finde. Ich wurde von allen, die ich von der Verwandtschaft zumindest wussten natürlich das, ne? Na klar. Beispielsweise auch meine Oma, väterlicherseits. Oh mein Gott, da gab es Theater. Mein Gott. Ich habe dann da Süßigkeiten mitgenommen, also nicht gestohlen oder sonst irgendwas, nicht solche Cracker. Mit Knoblauchcracker mit nach Hause genommen. Ich wusste aber, dass Oma die mir immer mitgibt und deswegen habe ich sie einfach schon mal in die und mit meiner Tasche gepackt, nicht um da um sie zu klauen, das weiß ich ganz genau noch. Und mein Gott, Polen war offen, Leute. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ich war noch nicht mal, ich weiß nicht wie alt ich war, vier, fünf Jahre alt war ich. Meine Oma hat mich so zur Sau gemacht. Ja, du wirst irgendwann mal als Diebin enden oder was auch immer. Die hat mich wirklich als Fünfjährige so zur Sau gemacht. Da kann ich mich heute noch so erinnern. Aber ja, nur weil ich da jetzt einmal den Teletubby geklaut habe und dann dachten sie, dass ich immer was klauen würde. Und dann, ja, schwirren drüber. Sonst habe ich nie was geklaut, nein. Würdest du deine Freundin oder Freund für 1 Million Euro verlassen? Nein. Liebe oder nur Sex? Liebe. Nur Sex? Ja, ihr kennt mich. 26 Jahre alt und noch Jungfrau. Peinlich, aber pff, was soll's? Geld oder Sex? Geld. Ja, viele werden jetzt sagen Sex, aber ich weiß ja nicht, wie es ist, ne? Heiraten oder niemals heiraten? Ja. Upsali. Nicht beißen. Hier, komm her. Nicht beißen. Findus. Sauber rasierte Haut oder Gesichtsbehaarung? Beides ist ganz süß, ne? Also Gesichtsbehaarung ist hübsch. Oder auch, ja, jetzt nicht vielleicht nicht so ein Vollbart hier, so, ne? Aber geht auch, ne? Schlafen angezogen oder nackt angezogen? Seide oder Flanellbettwäsche? Da fragst du mich was. Bettwäsche halt, ne? Keine Ahnung. Ach Gott, normales Bett oder Wasserbett? Normales Bett, aber Wasserbett war ich auch mal, also zumindest, das ist mein Lieblingswort irgendwie, ne? Ich muss mich beeilen, 27 Minuten schon. Wasserbett. War auf der meiner ersten Kur, und zwar war das eine Mutter-Kind-Kur, da gab es so einen Snuselraum. So, ja, so war richtig schön, so, es war so Entspannungsraum, ne? Und da ist so viele Sinne, dann war das hier so rotes Licht, dann war das hier so eine Lavalampe und dann halt auch dieses Wasserbett. Und es war wunderschön, da drauf zu liegen, weil ich bin ja gerne so ein Wassertyp, aber ich würde dann nachts, würde ich mir, glaube ich, schlecht werden. Aber es war sehr, sehr angenehm. Genau. Jetzt, die restlichen Fragen werde ich morgen fragen, also stellen, also beantworten. Meine Lieben, 38 Minuten schon wieder, scheiße. Ich wollte gar nicht so viel labern. Ich wollte nur ein ganz kleines, knackiges Video, es sind schon 28 Minuten. Mein Gott, manchmal rede ich auch gerne. Meine Lieben, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Video. Tschüssi.